fahren gerade hier den Panorama-Radweg, wie man sieht. Das ist eine mega schön, richtig geil ausgebaute Strecke. Immer wieder so Tunnel zwischendrin, weil das wohl mal eine Bahnstrecke war. Und es geht so ab. Das ist richtig nice. Wir sind richtig schnell unterwegs. Ich glaube, das ist Wuppertal, was man sieht. Und weiter geht's heute nach Dortmund. Hallo zusammen. Wir sind heute auf einem Campingplatz in der Nähe von Hamm angekommen. Es ist einer der absurdesten Campingplätze, die ich je gesehen habe. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Wir sind direkt neben der Autobahn. Und aber auch direkt an so einem super schönen natürlichen Fluss. Und da hinten, ja. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich richtig absurd an. Man sieht so Kühe und dann da hinten so Kernkraftwerk. Ja, es ist richtig crazy irgendwie. Ja, auf jeden Fall sind wir die letzten Tage in Dortmund gewesen, was ziemlich cool war. Haben Leute besucht, also die zwei Statistikhochburgen in Deutschland sind ja München und Dortmund. Und deswegen kennen wir natürlich Leute in Dortmund, weil man sich natürlich untereinander kennt bei den Statistikern. Genau, das war ganz cool. Da waren wir jetzt 2 Nächte und sind jetzt weiter geradelt. Davor sind wir halt von Köln nach Dortmund geradelt, über 2 Tage hinweg. Da, ja, dieser Bahntrassenradweg ersten Tag war einfach nur der absolute Hammer. Nee, am zweiten Tag. War absoluter Hammer. Es war einfach einer der, oder vielleicht der schönste Radweg, den ich je gefahren bin, weil es waren halt nicht so krasse Steigungen mit drin, außer wo wir einmal eine Umleitung fahren mussten. Da hat man dann gemerkt, wie schön diese Bahntrassen sind. Aber es war einfach nur super schön zu fahren. Genau. Ja, und die nächsten Tage sind wir jetzt unterwegs, arbeiten immer den halben Tag und radeln den halben Tag, was natürlich super schön ist. Und für morgen früh müssen wir aber schauen, dass wir ein bisschen besseres Internet bekommen, weil hier, ist so skurril, wie es halt hier ist. Das Netz ist, eher so, naja. Deutsche Qualität. Genau. Und wenn wir wieder Netz haben, dann lade ich das Video hoch und dann könnt ihr es euch anschauen. Bis dann!